Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen hier zum heutigen Video. Es gibt, wie man im Titel, glaube ich, vielleicht lesen kann, ein Giveaway aktuell ja auf Twitch. Und zwar die AK-47 Neon Revolution. Nicht die Rider, sondern die Revolution. Ich glaube, ich habe sie jetzt hier aber nicht offen oder gezeigt, weil die auf dem zweiten Account ist und ich habe einen Main-Account aufgenommen. Wobei ich da, glaube ich, auch eine Neon Revolution spiele. Zwar nicht genau die rausgeht, aber die sehen ja an sich gleich aus, ne? So viel also schon mal zu dem Giveaway, das auf Twitch stattfindet. Ja, also im Livestream. Kommt einfach dazu, die Livestreams sind jeden Dienstag und jeden Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 22 Uhr. In den Livestreams rasten wir immer richtig aus. Wir fangen mit Counter-Strike an und spielen dann irgendwas. TTT, GTA, Fallout, sonst was, irgendwas. Da finden auch immer die Viewer-Games statt und wir haben auch jedes Mal einen ordentlichen Spaß. Die letzten drei Freitage waren extrem besonders, denn da haben wir jedes Mal Sub-Goals oder nicht Goals, aber Sub-Schallmauern durchbrochen. Also zumindest in unserem Verständnis Schallmauern, ja, Dinge, die wir noch nicht erreicht hatten. Und gerade letzten Freitag habt ihr auch einfach nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und habt die 300 Subs geknackt. Vielen, vielen Dank dafür. Vor allem waren daran beteiligt Sneasel, Senseo, Reifezeit und Red Moon. Wobei natürlich alle, die im Vorfeld auch schon reingehasselt haben, alle, die Abonnent sind und so weiter, auch dabei helfen, ne, das ist klar. Speziell an diesem Freitag haben aber halt diese vier Leute richtig reingebuttert und das ganze Ding geknackt. Krass. Wirklich abnormal, ich hätte nie dran gedacht, dass wir, nachdem wir schon bei 270 gesagt haben, so jetzt ist gut, dass wir noch auf die 300 hochkommen. Wir waren sogar auf 301. Nachts kam einfach noch jemand dazu, also jemand ganz Neues, der dann auch nochmal sein Abonnement dagelassen hat, also wirklich geil. Vielen, vielen Dank dafür, aber jetzt ist auch erstmal wieder gut, Leute. 300 ist abnormal für unsere Zahlen. Vielen Dank dafür. Redmond, Dankeschön. Absolut wahnsinnig und ich bin wieder losgelöst. Von den Sternen. Wow. What? Dankeschön. Ein ganz, ganz großes Thanks Noise, my dude. Ich flash sieht, dann gehen wir dran. Dankeschön, Dankeschön. Das aktuelle YouTube-Giveaway läuft ja auch noch eine Weile. Ich glaube nur noch bis heute oder morgen. Und dann wird in einem darauf folgenden Video auch schon der Gewinner wieder bekannt gegeben und das nächste startet. Ich hoffe, ich kann das noch, ja, das werde ich schaffen, noch vor meinem Urlaub jetzt starten. Und dann geht dieses Giveaway einfach so lange, wie mein Urlaub geht. Und wenn ich zurückkomme, batsch, wird da auch der Gewinner dann wieder bekannt gegeben. Einige von euch haben mich auf die Idee gebracht, spezielle Giveaways auch auf Instagram bzw. Twitter zu machen, um die Sachen zu boosten. Das werde ich machen. Wir haben es ganz arg früher, habe ich es ein, zwei Mal gemacht und es ist wirklich nicht schlecht, generell auf Twitter und auf Instagram oder speziell eher auf Twitter, glaube ich, Reichweite zu generieren oder Leute, die einen zwar schon kennen, aber dort noch nicht gefollowt haben, halt dazu zu bringen, dass sie einen followen oder zumindest halt den Fokus auf einen haben, weil man da dann wiederum immer wieder Informationen raushauen kann, wenn man jetzt halt dann mal nicht am PC ist. Ne? Für mich ist es am einfachsten, am Handy schnell auf Twitter oder auf Instagram was bekannt zu geben einfach. Ne? Ich habe zwar noch andere Wege wie Patreon, aber da sind halt nur die Patreons drauf. Und an der Stelle vielen, vielen Dank an alle meine Patreons. Irgendwo laufen sie gerade hier rum, also so vorbei und ich weiß nicht genau, wo es ist. Vielen Dank an euch, es ist richtig geil, euch im Stiesel zu haben. Dankeschön für eure Unterstützung, eigentlich für eure extra Unterstützung, denn die meisten, wenn nicht sogar alle, unterstützen mich so eh schon irgendwo finanziell über ein Abonnement oder ähnliches. Ja, also vielen, vielen Dank an euch. Ja, das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich was bekannt geben könnte, aber auf Patreon sind erstens mal im Moment nur 10 und zweitens kommen da ja halt spezielle Dinge zum Tragen, zum Fassen. Also Informationen, die man sonst nicht bekommt, hustle ich daraus, Bilder, Material und so weiter und so fort. Das ist also keine Plattform, um zu sagen, hey, übrigens, ich wurde gerade angefahren und kann jetzt gerade nichts machen, ja. Da nutze ich dann eher Twitter oder halt Instagram. Und dann habe ich halt noch Snapchat, aber Snapchat fällt da eigentlich komplett raus. Also von daher werde ich das auf jeden Fall angehen, aber erst nach dem Urlaub. Ich werde mir noch Discord auf das Handy machen, das habe ich jetzt noch nicht. Wir haben einen eigenen Discord und da sind wir jetzt gerade wieder etwas aktiver geworden, vor allem in Hinsicht Teamfindung für Counter-Strike, aber eben auch alles andere. Das werde ich mir noch aufs Handy klatschen, damit ich euch da auch erreichen kann, wobei das halt auch wiederum nicht so ist, wie man sich's wünscht. Also da schreibe ich dann was und ein paar Leute kommentieren es und dann ist es weg. Und bei Instagram und Twitter ist es halt so ein Puff, hier, Achtung! Ab heute lerne ich Spanisch, oder sowas. Wisst ihr, was ich meine? Alles ist unten in der Beschreibung verlinkt, also Twitter, Instagram, Discord, der ganze Kram. Ich will unseren Discord-Kanal auch nochmal so ein bisschen boosten in der Hinsicht Teamfindung und so weiter, aber dazu mache ich noch ein eigenes Video. Das wollte ich jetzt einfach nur mal zusammen in so ein Video raffen, Dinge, die wir sonst eigentlich nie besprechen, weil ich halt auch wirklich, ich denke noch zu wenig in diese Social-Media-Richtung. Ich weiß, dass ich da viel mehr machen sollte oder müsste. Vor allem mit einer wachsenden Community ist es halt wichtig, dass man da überall verbunden ist, da entstehen auch dann wiederum neue Kernzuschauer, die schafft man dann über sowas Exotisches wie Twitter ran. Für mich ist es immer noch irgendwie halt was, was
was noch nicht so in mein Leben eingebunden ist. Ich weiß, dass viele andere YouTuber und Livestreamer da voll so Twitty, it's green. Aber es zeigt sich mit der Zeit, dass es immer hilfreicher wird, vor allem eben, um schnell auch mal eine Information rüberzubringen. Puff. Und wisst ihr, was auch noch ganz wichtig wäre zu erwähnen, was hier an diese Plattform, wo ihr gerade das Video schaut, gebunden ist? Und zwar die Kanalmitgliedschaft. Vielen Dank an meine Kanalmitglieder. Das ist doch Hammer. Wir haben ganz frisch Angrab am Start. Und guck mal auf die Zeiten von Miner Swin und Christian. Alter Falter. Ein halbes Jahr bei Manners und fast schon bald ein Jahr bei Christian D. Wenn ich das alles sehe und zusammenführe, also die krasse Unterstützung auf Twitch, auf YouTube, auf Patreon und so weiter und so fort, eure Aktivitäten auf den eben genannten Plattformen, aber auch auf Twitter, Instagram und so weiter und so fort, ist einfach geil. Also es ist wirklich herzergreifend, wenn man sich das alles anschaut, was sich da über die Jahre gebildet hat. Und mir geht es dann nicht nur um das Finanzielle, sondern um dieses Dasein. Ich meine, ich mache einen Stream an und es sind einfach direkt 30, 40 Leute da und dann steigt die Zahl, ihr seid einfach da. Ihr seid für mich da, auch auf YouTube. Ich lade was hoch, puff, und da sind sie da. Selbst bei den Premieren sind mittlerweile so circa 15 bis 20 Leute da. Ich weiß, Premiere, sowas ganz Fancyes. Ich poste irgendwas am Handy-Mandy und ihr seid am Start. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist geil. Danke schön, meine Damen und Herren. Mua! Dicker Kussi, Pussi, Bussi. Wow. Wow. Leute, vielen Dank für eure Aktivität, für die Kommentare, für die Likes, für alles. Blablabla. Macht's gut. Ciao, ciao.